عن جد تعب محلي الله يرضى عليك عاد عاد تحكي عم طلع صوتك خلينا خليك انت مش كل ما اصدق غيرك مو سوي ايش من زايته فونف موناته ان دوشلاند ايش بن اوف فونف موناته Teilnehmer zeigten sich sehr motiviert und bemühten sich auch, wenn das sprachlich nicht möglich war, alles mitzuteilen, was ihnen da so auf dem Herzen lag. Das lief dann meistens über Gestik, Mimik, Pantomime, Zeichnen und so weiter. Ich selbst denke, dass diese Einstiegskurse ein ganz tolles Fundament bieten für die Teilnehmer, wenn sie denn dann in die regulären Integrationskurse gehen werden. Sie haben auf jeden Fall einen Bezug zur deutschen Sprache. Das haben sie auf jeden Fall. Ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich bin seit 5 Monaten in Deutschland. Ich liebe Mannheim. Es gab sehr starke Teilnehmer, auch mehrsprachige Teilnehmer. Wir hatten Leute da, die sprachen Griechisch und natürlich Kurdisch, Arabisch, Englisch. Gab es sehr viele Sprecher auch. Bei vielen Kursteilnehmern liegen die Erinnerungen der Reise noch, sind noch ganz nah und viele Verwandte sind noch unterwegs teilweise. Und sie bekommen auch Demonstrationen in Deutschland mit, also für Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge. Sie greifen dann Wortphrasen auf, wie zum Beispiel Frieden schaffen ohne Waffen und fragen dann wirklich, in welchem Zusammenhang steht es und wer steht dahinter, wer demonstriert da und wer setzt sich für uns ein. Viel auch Fragen zur Geografie, in welchen Städten ist es schön, in welchen Städten ist man willkommen, wo gibt es Arbeit, wo gibt es Perspektive. Dann gab es grundlegende Dinge, die man eben mit beiden Gruppen einfach lernen sollte, einfach auch unabhängig von Lesen und Schreiben. Und das waren eben viele Sprechaufgaben, also Kommunikationsziele, dass man eben sich vorstellen kann, begrüßen, dass man ein bisschen grundlegend über Hobbys sprechen kann und Aktivitäten, was man in Mannheim so machen kann und auch wie man einkauft. Ich finde dieses Programm der Einstiegskurse sehr gut und auch vor allem für Mannheim sehr wichtig. Die Stadt sollte sehr gut schauen, wie sie so viele Leute wie möglich eben auch gezielt auf Frauen und Kinder in diese Einstiegskurse holt und am besten mit dem ersten Tag. Ja. Ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich komme aus Syrien. Ja. Ich bin seit 5 Monaten in Deutsch, auch in Mannheim. Ich heiße Mohammed Al-Ilavi. Ich wohne in Mannheim, im Benjamin Franklin Camp. Ich bin Anwalt vom Beruf in Syrien. Genau. Diese Leute, die sind sehr fähig und sehr dankbar für alles, was wir alles mit denen unternehmen oder was wir tun für die, weil die möchten alle was werden und die möchten alle aktive und effektive sein hier in Deutschland. Und ich denke, die sind wirklich auf dem guten Weg und ja.